Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Das ist Kelvin. Und heute gibt es die KFC Challenge. Also heute werden wir für 24 Stunden nur bei KFC essen. Also Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks. Wir hatten ja mal die Challenge gemacht, 24 Stunden Mc's essen. Und da haben wir gesagt, gebt einen Daumen hoch, wenn wir es mal bei Burger King oder KFC machen sollen. Und wir haben uns für heute entschieden, wir machen es bei KFC. Wir haben jetzt 9 Uhr morgens. Genau. Wir müssen jetzt erstmal zum Friseur. Ja. Denn Seiten sind auf plus 100. Genau, wir wollten eigentlich schon vor 2 Tagen, aber haben es nicht geschafft. Deswegen jetzt erstmal Friseur, deswegen so früh. Und dann direkt durch zu KFC. 10 Uhr oder so machen die auch auf. Wenn ja. Das kommt dann genau hin, ne? Ja, ich bin mal gespannt, ob die ein Frühstücksmenü haben. Mc's hatte ja ein Frühstücksmenü. Genau. KFC, keine Ahnung. Weiß ich gerade auch nicht. Und Leute, wenn wir das Ganze mal bei Burger King oder sonst wo machen sollen, wie viele Likes dafür? Leute, bei 50.000 Likes gehen wir auch zu Burger King und machen auch dort 24 Stunden nur bei Burger King essen. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, für uns geht's auch zum Friseur und danach ab zu KFC. Let's go. Bevor wir zu KFC gehen, wollten wir euch eine coole, kostenlose App vorstellen, und zwar Coinmaster. Coinmaster ist ein soziales Spiel, wo du dein eigenes Dorf aufbauen kannst und Dörfer von deinen Freunden plündern und zerstören kannst. Man kann dort Karten sammeln, um mehr Preise zu gewinnen. Coinmaster wurde mehr als 50 Millionen Mal weltweit heruntergeladen und ist jetzt auch in Deutschland und auf Deutsch verfügbar. Über den ersten Link in unserer Beschreibung könnt ihr euch die App herunterladen und bekommt dann 300.000 Coins geschenkt, um euch euer erstes Dorf aufzubauen. Loggt euch mit euren Facebook-Daten ein, dann könnt ihr mit Freunden und Familie spielen. Ihr könnt euch gegenseitig Geschenke machen, Coins plündern oder eure Dörfer gegenseitig angreifen. Folgt Coinmaster gerne auf Instagram und vernetzt euch mit der deutschen Trading Card Gruppe für mehr Events und Preise. So, wir sind jetzt im Spiel drinnen und wir spinnen jetzt mal hier ein bisschen das Rad. So, auf dem Schild. Oh, ich sehe gerade mal, versucht mein Dorf anzugreifen. Alter Schwede. Okay, das gibt direkt eine Rache. Okay, ich spinne jetzt so lange, bis ich 3 Hammer bekomme, dann kann ich Marvin angreifen. Nice, ich kann Marvin angreifen. So, jetzt greifen wir Marvin mal schön an. Bam, auf das Haus drauf. Sauber. Hab mich erstmal schön gerecht. Okay, dann hat mein Dorf angegriffen. Ey, das kriegt er zurück, Mann. Ich werde jetzt sein Dorf zerstören. Leute, ich habe jetzt Kelvins halbes Dorf zerstört. Ich werde ihn jetzt auch noch plündern. Auf geht's. Yes. Überfall. Plündern wir mal schön sein ganzes Dörfchen hier. Alter, 747.000 bis jetzt. Über 3 Millionen. Und eine Holztruhe habe ich gefunden. Leute, ich glaube, das wird den richtig ärgern. So, gucken wir uns mal hier unser Dorf an. Hey, ich wurde angegriffen. So Leute, Seiten sind jetzt frisch. Yeah. Am Start. Und jetzt geht's auf zum KFC. Wir gucken mal, ob es überhaupt ein Frühstücksmenü gibt oder sowas. Ja. Wir gehen auf jeden Fall rein. Der macht um 11 Uhr auf. Das ist jetzt gleich in 14 Minuten. Also wir sind eigentlich dann die ersten Kunden. Ja, Mann. Ganz frisch alles. Ich bin gespannt, ob es auch voll ist jetzt, ne? Ja, bin auch mal gespannt. Wir haben Sonntag. Und auch danke an alle, die unsere limitierten Merch gekauft haben. Danke dafür und auch Glückwunsch an alle, die was bekommen haben. Fettes Dankeschön an alle, die sich was bestellt haben. Genau, danke auch für den Support. Und ja, wieder ausverkauft. Seid zu krass, Leute. Danke für den Support, Mann. Würde ich sagen, auf zum Frühstück. KFC, lecker. Leute, wir haben jetzt 10.57 Uhr und in 3 Minuten macht der KFC auf. Ja, und wir sind die Ersten im KFC. Ja, das waren wir noch nie. Der Parkplatz ist so leer, ne? Ja, und ich war generell noch nie so für KFC. Und nee, die sind jetzt einfach die Ersten. 3 Minütchen, da ist nur ein Vater mit seinem Sohn. Genau. Schon fleißig an der Tür. Die meinen es auch richtig ernst. Ja, die wollen schon die richtig... Die wollen hier den Buckets die wollen, safen. Die wollen sich hier richtig die Wings safen. Morgens hier, früh morgen. Oh, gucken, was wir finden. Oh, mal schauen. Ich glaube, es gibt gar kein Frühstück hier. Ja, Leute, wir müssen es zusammenstellen, ne? Ja, Leute, wir bestellen jetzt und dann setzen wir uns hin und sehen uns dann wieder. Oh, Leute, es ist so heiß. So heiß, Mann. Ey, es gab gar kein Frühstücksmenü, Leute. Ja, wir mussten jetzt ein bisschen was zusammenstellen. Ja, Mann, so frühstückhaft wie möglich. So, Rapper gut. Ja, Mann, der war richtig schön kross hier, das knackige Fleisch. Du hast auch einen, ne? Ja, Mann. Zieht so rein, Leute. Chicken Wrap. Ja, Mann. Rein damit. Ja. Oh, sexy, Junge, sexy. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben Shakes geholt. Ich habe einen Erdnussbutter-Shake, du hast einen Erdbeer-Shake. Mm. Sehe ich gar nicht, was ist, weil es hier so rot ist. Ich glaube, das ist dein Erdbeer. Genau. Das ist mein Erdnuss. Ich probier mal. Schön kalt. Boah. Und ist geil? Erdnuss, ja, Mann. Boah. Alter. Was haben wir hier noch? Was war das nochmal? Brownie. Ah ja, so ein Brownie oder so. Pack mal aus.
Boah, das ist schon heiß. Ich glaube, da ist noch geschmolzene Schokolade drin, weißt du? Boah. Mhm. Oh. Oh mein Gott. Schön. Also der ist richtig. Alter, boah, krass. Ja, richtig geil gemacht. Boah, Leute, zieht euch das rein. Boah, ist ja richtig geil. So muss es auch sein. Junge. So, ich probiere jetzt mal meinen Erdbeer. Wenn du. Erdbeermilchshake, voll intensiv, lecker. Leute, erstes Frühstück ist drin. War wirklich gut, Mann. War echt gut. Also ich muss sagen, alles, was die da jetzt verkauft haben, war geil. Das war jetzt genau, war jetzt leider kein Frühstück halt, aber ja. Auf jeden Fall, ja, wir verdauen jetzt. Kleines Frühstück zum Warmwerden. Genau, und ja, mal gucken. Dann gibt es Mittagessen, ja. Abendessen. Ja, für uns erstmal nach Hause, ne? Erstmal nach Hause. Nachher wieder hier hin. Wir machen jetzt mal Mittagsschlaf, weil wir ein bisschen lange aufgeblieben sind. Ja, wir haben nur 3 Stunden geschlafen. Erstmal nach Hause. Genau, wir mussten unseren Friseurtermin einhalten. Mhm. Und jetzt erstmal Schlaf nachholen. Vielleicht später noch Fotos für Instagram machen. Seiten sind jetzt frisch, müssen wir mal ausnutzen. Schon länger kein Bild mehr gemacht. Ja, Mann. Also folgt uns gerne. Kelvin Fitti Marfit. Ja, Mann. Kommt jetzt wieder frische Bilder. Ja, Mann. Wollen wieder aktiver bleiben. Auf jeden Fall. Ab nach Hause. Bis später. Leute, wir haben schon 21 Uhr, also wir haben ja, unser Mittagsschlaf ist bis in den Abend gegangen. Ja, wir haben geduscht, dann haben wir richtig lange geschlafen bis 19 Uhr oder so und jetzt haben wir uns fresh gemacht für Instagram-Bilder. Ja, Mann, die machen wir jetzt und danach geht's auf zu KFC. Boah, ich hab so Hunger. Genau. Und das ändert nicht daran, dass wir jetzt trotzdem immer noch unser Mittagessen, auch wenn es schon abends ist. Und unser Abendessen wird wahrscheinlich auf nachts verlegt. Sozusagen. Ja, erstmal Bilder machen und dann fett essen. Ich hab so Hunger. Und fett Leute, eskaliert. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann habt ihr natürlich, sind die Bilder schon online, deswegen lasst mal ein Like da. Und kommentiert dort. Was sollen die kommentieren? Kommentiert. Damit wir wissen, dass ihr von dem Video hier kommt. Kommentiert Langschläfer, wenn ihr von diesem Video kommt, das ihr gerade gesehen habt, bei den beiden Bildern. Genau. Für die Marfit. Einfach Langschläfer als Kommentar auf dem neuesten Bild. Ihr wisst Bescheid. Und ja, jetzt machen wir eine Bilder-Session, dann geht's ab zu KFC. Yes. So Leute, wir haben jetzt 21.06 Uhr. Wir sind jetzt auf dem Weg zu KFC. Und ja, einfach zu unserem Mittagessen um 9 Uhr. Mittagessen erstmal spät gönnen. Ja, man, da wird es jetzt fett reingehauen. Und da werden auf jeden Fall die klassischen Hot Wings, ein Burger, vielleicht noch so ein Eis. Da gibt es ja so Eis und so. Oh, Eis, oh Eisshakes mein Gott. Oder so Oreo. Ja, hab ich noch gar nicht. Hieß das nochmal Slushers? Nee. Ja, irgendwie so. Ich hatte noch nie ein Eis bei KFC. Ja, das, also das. Ich weiß nicht, ob die richtiges Eis haben. Auf jeden Fall haben die so Eis-Milchshakes. Ah, okay. Vielleicht haben die mittlerweile auch Eis. Wir schauen mal. Auf jeden Fall irgendwas Kühles. Ja, Mann. Und ja, mal gucken, wo das endet, das Mittagessen. Ob jetzt! Wo geht's? Und Leute, da sind wir mal wieder bei KFC. Yes, sir. Die haben auch so kleine Menüs, ne? Ich will auf jeden Fall einen Burger. Hallo, bitte. Ja, guten Tag. Ich hätte gern 2x Elba Hot Wings Box. Small Popcorn Chicken. Bitte? Diese Small Popcorn Chicken. Popcorn Chicken haben wir nicht. Habt ihr nicht? Schon länger nicht mehr. Scheiße. So Singer Burger Hotter. Dieser Menü einzeln. Einzeln. Dann noch ein Gourmet Chicken einzeln. Habt ihr Eis? Nee, im Moment leider nicht. Und so Shakes, so Eis? Ja, Shakes haben wir. Oreo und so? Nee, Schoko, Karamell oder Erdbeer. Ach, die von Ach so, nee, hatten wir schon. Ja. Dann. Leute, uns ist so ein Scheiß passiert. Und zwar haben wir jetzt hier einen Platz gefunden, aber die hat die Getränke vergessen. Wir haben einfach nur die Tüten entgegengenommen, sind direkt ja, Platz hochgegangen. Jetzt haben die uns einfach keine Getränke gegeben. Egal, wir gehen ja gleich eh nochmal zum Drive-Thru, dann holen wir das Abendessen schon mal. Genau, wir werden es überleben. Da holen wir uns fett was zu trinken. Ja, Mann, auch wenn es scharf wird, wir werden es überleben. Hier hin oder so? Genau, hier so schön abgelegen hier. Können wir in Ruhe snacken. Oh, was haben wir hier Schönes? So, hier haben wir, hier sind die Hot Wings drin. Hot Wings. Fette Hot Wings. Dann haben wir, oh, Gourmet Chicken Burger, der war für dich. Ah ja, genau, der war für mich. Wow, da kommt der Käse schon raus. Krank, knackig. Und mein extra scharfer Singer Burger. Ich hoffe, dem den. Ja, das. Und. Ich glaube, hier noch mit scharfer Soße und so. Du machst ja scharf, ne? Boah, ich beiß mal einmal kurz rein hier. Gucken, ob der echt scharf ist. Ups. Boah. Und? Scharf? Wie schmeckt der? Boah, ich liebe scharf. Sieht lecker aus. Geil, Mann. Nice. Gutes Weckerhauen, ne? Auf jeden Fall. Snacktime! Yes! Boah, erstmal den Burger, Alter. Ist das meiner hier? Ja, ja. Boah, meiner ist, der ist geil, Alter. Echt? Oh, lecker frisches Gemüse auch noch drauf. Bin ich mal gespannt. Boah. Muss ich mal probieren? Ich hab hier so ein Vollkornbrot. Oh, stimmt. Auf ganz gesund oder was hier? Gönn dir. Boah. Der ist echt geil. Boah, aber sehr scharf. Nicht mal Tücher oder sonst was. Alter,
keine Getränke, keine Tücher. Schade. Auf zu den Hot Wings. Ich hab auch. Oh mein Gott, der erste Hot Wing, Mann. Lass uns anstoßen. Let's go. Boah. Beste. Einfach der Klassiker, ne? Mhm. Leute, so knackig. Ey! Pommes sind auch nicht dabei. Was? Ich glaube, ich weiß, was jetzt war. Die hat verstanden einfach 2x11 Hot Wings. Ach so, wir wollten. Wir wollten die Hot Wings Box. Ah, okay, dann war das doch kein Fehler, ne? Weil ich denke gerade, hä, wo sind die Pommes? Wo ist das Getränk? Ach so, haben wir uns falsch ausgedrückt, oder? Ja, dann hat ihr es falsch verstanden. Ach so. Ja, wäre ja schon krass, wenn die Pommes jetzt auch nicht da wären. Ja. Okay, dann haben wir uns missverstanden. Mhm. Also ich hole mir gleich nochmal ein Burger-Menü mit Pommes und so, glaube ich. Getränk. Leute, ASMR Prank Bros Edition. Habt ihr Bock? So Leute, nächste Runde. Ist ja schon dunkler jetzt geworden. Unser Abendessen wird jetzt bestellt. Das killen wir aber zu Hause, denke ich, weil wir müssen noch ein bisschen verdauen, ne? Genau. Und ein Getränk, also ich hab so Durst, Mann. Bestellung bitte. Ich hätte gern ein Boss Burger Menü, Ketchup und Pepsi Light. Dann ein Chicken Salat. Salat haben wir gar keinen im Moment. Ich hab einen kleinen Krautsalat. Ja, einen kleinen Krautsalat. Ja. Ein Kartoffelpüree. Ja. Ein Maiskolben. Was willst du jetzt? Oder nochmal ein Wrap dafür, ne? Und ein Twister-Wrap dafür. Ja, das wär's. 17,85 fahren Sie bitte vor, danke schön. Jo. Okay, 17,85. Okay, Leute. Dennoch haben wir noch einen guten Kompromiss gefunden. Ja. So, Leute, unsere Abendsbestellung ist gemacht. Und jetzt erstmal was trinken, weil wir hatten ja eben kein Trinken. Boah, erstmal für die Kehle. Ey, das ist warm, Alter. Was? Was? Was ist heute los mit Kehle? Das schmeckt nach Zitrone. Ich hab Pepsi Light geholt. Nein, Alter. Ey, heute bin ich echt enttäuscht irgendwie. Ach, die Hot Wings waren auch nicht so frisch. Ah, schade, Alter. Mhm. Oh, ist echt warm. Also, als ob es gerade aus der Dose käme, die halt nicht gekühlt ist, ne? Wir holen uns jetzt woanders Getränke und dann zu Hause wird fett gefressen, Alter. Ja. Leute, mein letzter Snack für heute. Ein fast Mitternachts-Snack. Beziehungsweise Abendessen oder was auch immer. Haben wir hier Pommes. Probieren wir direkt mal. Mhm. Gar nicht schlecht. Und diesmal gesalzen. Sehr gut. Geht fit. Dann Coleslaw oder Coleslaw Salad. Probieren wir mal, wie das Ganze schmeckt. Hm? Boah, der ist lecker. Passt perfekt zu den Pommes irgendwie. Und dann, Leute, haben wir hier ein Kartoffelpüree, Alter. Ich habe noch nie bei KFC Kartoffelpüree gegessen. Ich bin noch nicht so der Kartoffelpüree-Fan, wenn ich ehrlich bin. Okay. Schauen wir mal. Voll komisch. Hm? Ja. Nicht schlecht. Ich mag halt generell nicht so Kartoffelpüree. So, und jetzt kommen wir zu dem besten, der Boss Burger. Mal schauen, wie der hier schmeckt. Ob der besser als der Singer Burger hot ist. So sieht das Ganze aus. Mhm. Sieht sehr saftig aus. Und der hat noch so eine Barbecue-Soße hier drin. Die kommt richtig gut. Leute, das haue ich mir jetzt rein hier. So Leute, ich habe hier meinen Maiskolben und mein Wrap. Schauen wir uns mal den Maiskolben an. Bin mal gespannt. Ich hatte noch nie so einen Maiskolben bestellt. Zack. Und hier ist er. Oh, ist sogar noch ein bisschen warm. Ganz normal. Ich habe so lange keinen Mais mehr gegessen.
Mmh. Boah. Der ist hier richtig saftig. Also ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so geil schmecken kann. Also hab gedacht, auch, oh, ist Mais, aber echt saftig so am Kolben. So, jetzt in der Web. Sieht man so ein bisschen Crispy Chicken Fleisch und probieren wir mal. Boah. Hier sieht man es nochmal. Das ist noch schön Mais. Aber wie lecker der Mais in Kombination schmeckt, auch krass. So Leute, das war's mit dem Video. Ich werde das jetzt noch aufessen und ansonsten, wenn wir das mal bei Burger King machen sollen, für 24 Stunden nur bei Burger King essen, gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen hoch. Schreibt doch gerne weitere Videoideen in die Kommentare. Und Leute, denkt dran, Coinmaster euch kostenlos runterzuladen. Erster Link in der Beschreibung, habt ihr direkt zum Spiel. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Peace.